jetzt wieder euer Ride Alone. Heute mal wieder nicht so alone. Kleine Überraschung für euch. Für mich auch war dieses Wochenende eigentlich eine riesen Überraschung, weil geplant war eigentlich was anderes. Ja, was meine ich mit Überraschung? Überraschung ganz einfach, wenn ihr mal nach hinten guckt, seht ihr ein Motorrad, ja, auch nichts Ungewöhnliches, aber auf diesem Motorrad sitzt meine Frau und fährt ganz alleine den Hobel. Ja, sie hat nämlich den Führerschein bestanden, jetzt vor zwei Tagen oder drei Tagen, wir haben heute Sonntag, am Freitag hatte sie Prüfung und ja, hat mich total von den Socken gehauen und total überrascht. Weil eigentlich sagte sie die ganze Zeit immer, und der Fahrlehrer sagte auch mir immer, ja, wir peilen Ende September an. Und am Freitag oder am Donnerstag sagte sie mir noch, sie hätte noch einmal Fahrstunde. Am Donnerstagabend habe ich sie nochmal gefragt, ja, und wie sieht's aus, wann hast du die nächste? Ja, nächste Woche Dienstag, und er peilt so den 20. September an. Ja, da lachst du schon, ne? Ja gut, dachte ich. Und, wie bist du so gefahren? Ja, Grundaufgaben, ne? Ganz schön schwer und so, gerade Schrittgeschwindigkeit und Slalom fahren. Hin und wieder mal pöle ich da doch die eine oder andere Pylone um. Ja, dachte ich, ja gut, dann, naja, wird sie schon irgendwie schaffen. Hat ja noch ein bisschen Zeit, 3-4 Wochen bis Ende September. Bis dahin wird sie das ja wohl hinkriegen. Dass sie auf jeden Fall den Führerschein noch vor den harten Wintermonaten hat, weil sonst wäre das ja auch blöd gewesen, wenn sie dann wieder Pause machen muss und dann erst wieder im Frühjahr dann fahren kann, die Prüfung ablegen kann. Naja, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, kam ich Freitagabend nach dem Feierabend nach Hause, oder nachmittags war es schon, und da parkte ihr Auto schon vor der Tür. Da dachte ich, komisch, hat die heute wieder früher Feierabend gemacht, so wie gestern. Ja gut, gestern hatte sie ja Fahrstunde, aber warum steht denn heute schon wieder das Auto so früh vor der Tür? Weil normalerweise hat sie immer ein bisschen später Feierabend wie ich. Ja, schließ die Tür auf, sitze da auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ich sag, was ist los? Hast du schon wieder blau gemacht oder bist du krank oder warum bist du heute nicht arbeiten gegangen? Ja, guckt sie mich so grinsend an. Ja, ich hatte Motorradprüfung. Wie, sage ich, Motorradprüfung? Ich denke erst am 20. Nee, heute. Ja, ich sag, und? Ja, durchgefallen. Na, ich sag, scheiße, ne? Kann man nichts machen. Ich sag, woran hat es denn gescheitert? Ja, wieder an den Grundaufgaben. Ich habe ein Hütchen umgefahren, mal zweimal ein Hütchen umgefahren. Ja, nein, Schatzi, sagt sie. Du schuldest mir ein Essen, weil wir hatten ausgemacht, wir gehen richtig schön essen auf der ersten Motorradtour, als kleine Belohnung, dass du den Führerschein bestanden hat. Ja, schuldest mir ein Essen. Ich sag, wie, hast du jetzt doch bestanden? Ja, ich habe bestanden. Jawohl, wie geil. Ja. Was ist los mit dir? Kein Bock mehr, oder was? Doch. Doch? Hat die Führerscheinprüfung. Nee. Was? Ja. Hast du Motorradführerschein? Durchgefallen? Bei Grundaufgaben. Ja? Mhm. Na, Schrittgeschwindigkeit wieder. Was ist das? Du bist da, ey. 20. Du schuldest für ein Essen. Hast du bestanden? Hey! Herzlichen Glückwunsch, Schatzi! Ich musste dich jetzt irgendwie fahren. Oh, Alter, ey. Hast du aber gut gemacht. Du kriegst sogar zwei Essen. Komisch, Schatzi. Sonntag fahren wir. Sonntag war ein schönes Wetter, ja. Ist ja geil. Scheiße, es regnet, ne, Schatzi? Ja. Hätten wir jetzt ein Ründchen fahren können. Ja, voller Freude fahren wir also heute unsere allererste gemeinsame Tour. Natürlich nicht sofort Hardcore Richtung Sauerland, Hellefeld und so weiter, sondern ich habe mir gedacht, machst eine kleine Rundroute so Richtung, ja, Werl geht es jetzt erstmal, Lippetal, dann quasi wieder runter um Soest rum,
Richtung Möhnesee runter. Am Möhnesee wollen wir dann schön einkehren, gucken wir mal, oder wir fahren noch ein bisschen weiter, je nachdem, wie wir uns so finden und befinden. Schauen wir mal. Und dann, wie gesagt, vom Möhnesee geht es dann Richtung Sorpesee runter, so an Hellefeld vorbei, also nicht über Hellefeld. Und dann geht es wieder hoch Richtung Menden zurück. So insgesamt sind das 130, maximal 150 Kilometer. Wir sind auf jeden Fall immer in der Nähe und können sagen, nee, ich habe keine Lust mehr oder ich kann nicht mehr, wir fahren wieder direkten Weg nach Hause, also können jederzeit gut abbrechen. Aber geplant sind jetzt erstmal so runde 150 Kilometer. Jo, wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal so Richtung Lippetal, wo es nicht so bergig und kurvig ist, wo die Straßen gut übersichtlich geschnitten sind, über so ein paar Feldwege und so weiter. Gucken wir einfach mal. Ne, Schatzi, hörst du mich da hinten noch? Ja, ich höre dich. Ah, wunderbar, ich höre dich auch. Hier ist übrigens 100. Ach, hier ist 100 und ich fahre hier 78. Ja, genau. Gut aufgepasst. Schon die ganze Zeit, aber ich wollte nicht dazwischen quatschen. Okay. Ja, jetzt so, jetzt ist aber wieder 70, ne? Ja, liebe Freunde, da habe ich echt gedacht, das wird erst frühestens Ende September was, Anfang Oktober dann. Da habe ich schon irgendwie ein schlechtes Gefühl gehabt, ne? Weil das Wetter ja dann auch nicht mehr so schön wird. Nicht, dass sie dann ihre Führerscheine absolut extrem Wetter machen muss die restlichen Stunden und wir dann später auch gar keine großartige Möglichkeit mehr haben, mal ein schönes Ründchen zusammenzufahren. Letztes Jahr ging es ja auch schon direkt Anfang Oktober los. Da kommt ein Traktor. Ja, das schaffen wir aber. Ja, wir haben auch direkt festgestellt, sie hat ja noch die originalen Kupplungs- und Bremshebel. An der Fahrschulmaschine waren einstellbare Hebel montiert, beidseitig. Damit kamen sie auf jeden Fall besser zurecht. Die sind doch ja sehr weit weg vom Handgriff, dass er da nicht so gut rankommt mit ihren kurzen Fingerchen, sag ich mal. Da müssen wir auf jeden Fall ein paar Hebel besorgen von, was weiß ich, V-Trek. Sind ja relativ günstig. Ich weiß, ich habe da mal ab und zu mal was gelesen, dass sie in der Qualität nicht so gut sind, in der Passform, in der Verarbeitung. Dann gibt es ja noch welche von Puig und LSL. Müssen wir mal schauen. Ich denke mal, ich werde mal erstmal welche von V-Trek bestellen für 100 Euro. Gucken, wie die sind. Kann man ja immer noch umtauschen, wenn die nichts taugen. So, jetzt geht es hier Richtung Wickede. Dann weiter. Du hast noch Blinker an, jawohl. Habe ich schon gesehen. Hast du schon gesehen? Ja, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, in dem auszusteigen wieder. Ja, du kannst auch gleich mal ein Stückchen vorfahren, ne? Ach, ich weiß ja noch gar nicht, wo lang. Ja, das sag ich dir schon. Wir können uns doch hören. Kann ich dir doch sagen, gleich die nächste rechts oder so oder geradeaus. Ja, ich habe nämlich immer noch nicht irgendwie, oder bin ich dazu gekommen, den USB-Stromversorgung fürs Handy an den Lenker zu legen bei ihr. Das hatte ich jetzt eigentlich nächste Woche vorgehabt, aber ich habe ja nicht geahnt, dass er bis dahin schon ihren Führerschein hat. Das war wirklich eine super Überraschung und der Fahrlehrer, muss ich sagen, hat auch super mitgespielt. Hat mir nichts gesagt, nichts angedeutet, auch nicht über WhatsApp oder so. Die beiden haben ein richtiges abgekatertes Spiel mit mir getrieben, auf Deutsch gesagt. Ja, mit Fahrlehrern kann man auch mal Spaß haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, die beiden waren auf jeden Fall gut, haben mich wirklich super überrascht. Ich glaube, ich habe mich an dem Abend mehr gefreut als du selbst, ne? Ja, ich habe nicht so rumgeschrieben, ja, Hammer, ey. Mal, ne? Auch heute, ich komme mir vor, als ob ich derjenige bin, der das erste Mal auf dem Moped sitzt. Ja, du weißt, dass ich mich freue, nur ich schreie da nicht so rum.
Fahre ich zu schnell oder was? Oder nein, hältst du einfach gut, nur großen Abstand? Alles gut. Kannst ruhig näher kommen, ne? Sonst bist du nur ein kleines Pünktchen auf der Kamera. Schatzi, du fährst 65 und hier ist 50. Ich fahre 58 laut meinem. 55. Laut meinem fährst du hier jetzt, ja, jetzt 58. Jetzt fahre ich 55, 56, 57. Oh, ich bin ein Raser. Ja. Scheiße, ich bin YouTube-Raser. Nein, ich komme extra nicht ganz so dicht auf. Ist ja auch okay. Mach wie du möchtest und wie du für richtig hältst. Mhm, übertreib es nicht und wie gesagt, wir hören uns, wir können uns verständigen und ja, notfalls warte ich an irgendeiner Ecke. Oh, hier haben sie die Straße neu gemacht. Schön. Hast du es eigentlich mitgekriegt im Hennetal? Was denn? Da haben sie die Straße komplett, die war ja neu gemacht, ne? Die haben sie jetzt komplett aufgeraut, weil die zu rutschig ist. Ja? Ja. Aufgeraut? Ja. Habe ich im Radio gehört, aber ich wusste nicht, dass das die Straße ist. Ja, irgendwie, wenn du da drüber fährst, denkst du, du fährst wie auf Schotter oder so. Das ist voll komisch, ey. Ah. Voll huckelig und alles. Also Hönnetal quasi. Ja, ja, Hönnetal. Die Hauptstraße durchs Hönnetal. Kuckuck. Ja, Wetter haben wir heute super Glück, ne? Weil sie hat leider, wie gesagt, Freitag vormittags die Prüfung gehabt und ab Freitag Mittag, wo ich dann auch nach Hause gekommen bin, nachmittags, fing es dann kräftig an zu regnen. Es war sehr stürmisch. Ja, es hat dann auch komplett durchgeregnet. Samstag war es erst kurzzeitig ein bisschen trocken. Da haben wir schon gedacht, ja, noch ein kleines Rundchen fahren, aber dann kaum ausgesprochen, fing es dann schon wieder an zu regnen. Das war sehr wechselhaft gestern, immer wieder trocken, Regen, trocken. Straße sowieso immer permanent nass gewesen. Ich sag, komm, wir bleiben zu Hause. Morgen soll auf jeden Fall laut Wetterbericht strahlenblauer Himmel sein. Gut, war heute Vormittag auch der Fall und heute Morgen, aber mittlerweile kommen ja auch wieder die ersten Wolken. Aber so wie es ist, soll es heute bleiben. 0% Regenwahrscheinlichkeit bis zum Nachmittag. Hört sich doch ganz gut an. Naja. Ich denke mal, besser hätte es nicht laufen können. Oder? Nö. Nö. Man hätte auch keinen besseren Fahrlehrer haben können. Das stimmt. So ein Danke nochmal an Markus. Ja, auch von mir liebe Grüße an Markus M. Oh, jetzt gibt's aber Gas hier. Das gibt die Gas, du. Jetzt muss ich ja Kennzeichen pixeln, wa? Ja, das darfst du jetzt machen. Ja, du wolltest das ja auch mal vorfahren. Hier ist so geradeaus. Wir fahren hier schon wieder viel zu schnell hier mit 56. Oh. So, jetzt dürfen wir aber. Jetzt hier gleich offen, ne? Können wir mal am Kabel ziehen hier jetzt. Alles okay da hinten? Alles gut. Alles easy. Bin immer noch hinter dir. So, zum Warn werden nicht schlecht hier, ne? Mhm. Erstmal ein bisschen geradeaus, keine heftigen Kurven. Relativ gut ausgebaute Straße. So, und 70. So, da unten an der Ampel fahren wir rechts. Okay. Irgendwann wieder links Richtung Lippetal. Beziehungsweise erstmal da Richtung Werl hoch. Ist Blitzer. So, mal ein Stechen fahren? Ja, du kommst sowieso schneller aus der Brücke als ich. Mach mal Sound. Jawohl. Ah, ist das schön. Ach, jetzt haben wir noch so ein lahmarschiges Wohnmobil vor uns, ne? Ach, der fährt aber schon 95. Ja.
Aber da sind die Sicht das nervt. Ja, aber wir bleiben dahinter. Keine Experimente auf der ersten Tour. Aber ist das schön, Schatzi, der Himmel hier mit den Schäfchenwolken. Richtig schön. Ja, ich hoffe, dass das nicht das letzte Video sein wird. Dieses Jahr? Ja, ja, überhaupt jetzt, was wir hier präsentieren können. Man weiß ja nicht, wie sich das Wetter jetzt in den kommenden Wochen entwickelt. Wir haben zwar wieder angesagt, dass es sogar wieder wärmer wird. Teilweise sogar über 20 Grad Mitte September, aber da lassen wir uns doch lieber erstmal überraschen. Ja, dann haben wir noch einen Oktober vor uns. Der kann noch ganz goldig werden. Da schauen wir mal. Ich denke mal, ein kleines Türchen zum Sorpesee schaffen wir, wa? Ja. Aber unter 5 Grad bleiben wir zu Hause oder unter 8 Grad. Das mache ich nicht normal, so wie letztes Jahr da. Mit Salz auf der Straße und teilweise sogar vereist. Dann denkst du, ist alles schön, so wie jetzt. Und dann fährst du in der Nähe des Sorpesees lang, mit, wo dann der frische Wind ist. Und das, ja, wir müssen hier rein. Links, links, links. Sorry. Jetzt hast du mir aber hier, du. Fahren wir mal so richtig hier gechillt durch die kleinen Ortschaften durch. Hier kann man auch gut mit der Vespa fahren, habe ich letztens festgestellt. Ja? Ja. So, rund 50. Ja. Achtung, Pferdescheiße oder irgendwie sowas? Nee, Plastiktüte. Und, wie fühlt es sich an? Erste Mal auf dem eigenen Motorrad. Ja, wie soll es sich anfühlen? Macht Spaß. So wie in der Fahrschule, ne? Nee. Ja. Das ist schon ein anderes Gefühl, oder? Selbst zu fahren, ohne, also ohne, mit dem Wissen, dass keiner da ist, der dir irgendwas sagen kann, wenn irgendwas ist oder so. Ja. Der dir sagen kann, hör mal, du musst da ein bisschen aufpassen, das ist scheiße oder wie auch immer. Sondern wenn du Scheiße baust, dann musst du dann rechnen, dass du auch fliegst oder so. Dann das kannst stimmt. du so gut wie möglich das Gelernte umsetzen. Ja, der erste Fehler kann auch der letzte sein, ne? Ja. Oder ein kleiner Fehler. Kann schon Fehler zu viel sein.